Bist du schlauer als ich in Fortnite? Und wirst du alle Fragen richtig beantworten? Bleib bis zum Ende dran. Wir finden heute raus, wer der schlauste Abonnent in ganz Fortnite ist. Benutzt gerne meinen Credit Code Savil und schaffen wir heute 3000 Likes. Denn dann findest du 2 Euro morgen auf dem Boden. Das wäre nice. Und ich würde sagen, wir gehen right into the video. Nach langer, langer Zeit mal wieder das Quiz. Ich mache heute alles richtig. Auf Ansage, okay? Mal gucken. Test 1. Wir müssten Emotes erraten. Tänze. 3 oder 2? Ich glaube, es ist die 2. Es müsste die 2 sein. Die anderen haben einen anderen Sound. Bis jetzt läuft's. Wir haben 2 richtig. Boah, das ist schwierig. Nummer 4? Nummer 4? Ich habe nur wegen Bruno Mars ausgewählt. Kein Scheiß. Das ist die 1. Das ist die 1. Den Emote kenne ich, weil ich den öfters gespielt habe. Das ist aber nicht so einfach. Nummer 4. Nummer 4. Okay. Leute, es läuft. Nummer 3. Ja, Nummer 3. Schreibt dann auf jeden Fall rein, wie viele ihr falsch hattet nur. Okay, was jetzt? Ah, jetzt kriegen wir 2 Tests nur. Das Nummer 2. TikTok. Renegade. Renegade. Diese TikTok-Tänze haben Fortnite einfach erobert, Alter. Go. Go. You up. Nummer 3. Das ist easy. Weil der so macht. Diese wanna give you up. Naja. Physical. Ich glaube die 1. Ich glaube die 1. Ich weiß nicht, ob der Emote schon drin war in dem Skin. Da, 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 da. 3. Nein, oder warte. 2. 3. Ja. Nummer 4. Glaube ich. Bitte. Wir rasieren heute, Leute. Okay, jetzt nur einmal. Oh mein Gott. Ich glaube Nummer 4. Oder 3. Okay, hier gebe ich mich geschlagen. 1 falsch ist trotzdem krass. Ich weiß es nicht. Okay, Ghostbusters. Da muss ich jetzt raten. Nummer 2 würde ich jetzt sagen, wegen Ghostbusters-Skin. Okay, wir haben es richtig. Nice. Nummer 2. Ah, 4 oder 2? 4. Ich sag 4. Ja, Digga! Ich bin zufrieden mit einem. New Best Fee. Seht den down the fire. 2 würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube, es ist falsch. 3, ja. Das ist schwer. 4. Mir fällt nichts anderes ein. Ah, ich wollte 1 sagen. Egal. Erste Quiz hatten wir 3 falsch. Als nächstes haben wir den Skin anhand den Füßen erkennen. Oder? Ja. Ah, Skin und Tanz. Oh mein Gott. C, 1C. Doctor Strange ist das, ja. Okay, Skin müsste einfach sein. Okay, A. 3A. Ganz klar 3A, Leute. 3A. 100%ig. Nice. Hier könnte ich alles richtig machen, ne? Naruto. 2. Ich 2C, sag ich. Sehr gut, komm schon. Oh. A2? Das ist schwierig. 2A? Oder 3? 2 oder 3? Scheiße. 3B, das ist einfach. 3B. Das kann nicht sein, ne?
Ja, das war klar, das war klar. Okay, konzentrieren nochmal, konzentrieren. Ah. 2A. Sommermidas ist das. 2A. Ja. Jetzt müssen wir rasieren und alles richtig. Oh, Spider-Man müsste das sein. Ich glaube 1B. 1 oder 3, aber ich glaube 1. Okay. Zum Glück, zum Glück. Was haben wir jetzt? C ist das. 3C. Das ist einfach. Krass, dass man die Skin, also die Skins teilweise wirklich nur an den Füßen erkennt. Schon heftig. Und auch die Emotes teilweise. Okay, das ist B. 2B. Das müsste der Prowler-Skin sein. 2B. Hoffe ich mal. Ja. A. 3 oder 2. 3A. Nein, 2. 2. Ja. Ich habe noch bei einem Move gesehen. Moonlight. 1. 1C. Ja. Hundertprozentig. Beide Beine lege ich ins Feuer, dass es 1C ist. Nice. Oh. 3. Müsste 3B sein. 3 oder 2. Ich sag 3. Wichtig, wichtig, wichtig. A. 3. 3A oder 2. 2, 2A sag ich. 2A. Oder? Ja, 2A. Was haben wir als nächstes? Thanos. C. 1C. Könnte auch 3 sein, aber ich sag jetzt mal 1. 1C. Ja. Aua. Okay, sieht gut aus. Schwestern. B. Scheiße. 2B. Nein, 1. 1B würde ich sagen. Ich tick doch aus. Egal. Gut, Leute. Das war. Oh, extra Level. Was ist der Tanz und Skin? Travis? Travis und Tanz, keine Ahnung. Schreibt's mal rein, Leute. Travis-Skin, aber Emote weiß ich nicht. Runde 1, okay. Erkenne den Stil am Arcane-Style. Okay, diese League of Legends-Serie früher. Das ist einfach. Nummer 6. Ey, das finde ich aber geil, weil dann kann man hier nämlich sehen, wie die Fortnite-Charaktere in der Serie aussehen würden. Ich hatte das richtig jetzt, oder? Ich glaube, ja. Oh. 1. Ganz klar Nummer 1. Holbita macht die besten Quiz. Finde ich hier. Finde ich hier. Finde ich hier. Nummer 9. Ja. Also hier kann man eigentlich nicht verkacken bei Runde 1. Bin ich ehrlich. Das wäre jetzt too bad. Too bad to be true. Das müsste die Nummer 5 sein. Ey, ich schwör's euch. Ich hatte gerade so Angst, dass es falsch ist, ne? Ich hatte gerade so Schiss, Alter. Nummer 7. Ich guck nochmal richtig, aber es ist Nummer 7. Okay. Runde 2, was gibt's hier? Ah, wer den falschen Backbling hat. Okay, okay. Nummer 3. Oder? Doch, Nummer 3, Nummer 3. Ja, weil der kam ja vor kurzem raus. Der hat sowas anderes hinten drauf. Ja, genau, sich selber. Hm... 3. Was? Nee! Das war Jinx und du. Ich hab die verwechselt. Okay, Nummer 3. Das ist ganz klar Nummer 3. Alter, hat der mich hops genommen. Ich bin einfach auf die Falle reingefallen, ne? Ich tick aus, Alter. Das war schlecht. Nummer 1. Es gibt gar keinen Booger-Skin. Oder gibt's einen Booger-Skin? Oder. Ich dachte, es wäre Booger. Bro, ich dachte, doch, es gibt doch Booger-Skin. Das labe ich. Boah, 1. Letzte Sekunde. Was war das nochmal? Ah, das war von Laserbeam. Das war cool. Runde 3. Den Skin anhand dem gefrorenen Stil erkennen. Oh. Nummer 8. Okay, aber auch nur, weil der neu rauskam.
Der macht die geilsten Quizze, Alter. Schnell, Nummer 12. Ja. Es war der Crewskin. Fünf, Prolo. Ich war kurz verwirrt, dass es der andere war. Elf. Das war nicht so einfach, fand ich. Das war ein bisschen schwieriger. Ja, das ist einfach. Nummer 4, aber wir passen auf, nicht, dass er uns wieder verarscht. Ja, Nummer 4, nice. Das regt mich noch immer wegen vorhin auf, wegen Jinx und wie. Sag ich euch ehrlich, Leute. GG, das war's mit den Quizzen. Ich bin ehrlich, die Quizze waren alle richtig nice. Schreibt mal rein, wie viele ihr falsch hattet. Und schreibt mal rein, wie viele ich falsch hatte. Ich fand, ich war heute gar nicht so schlecht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.